Ein Mahlzeit zusammen, Männer. Ich mach mal wieder ein kleines Video aus dem Garten. Und heute gibt es noch mal wieder was zu rasieren. Heute mal hier Florenamen Rasiercreme. Richtung gut ist günstig, Duft muss man mögen. Alco Black. Hatte ich letztens schon mal, einfach nur geiles Zeug. Mein Merkur Reisehobel mit geschlossenem Kamm. Dazu kommen die Merkur Klingen, die dabei sind. Und ein Isana Men Synthetikpinsel. Der Pinsel kommt schon mit Wasser. Wir bauen einmal den Reisehobel zusammen. Sieht wie folgt aus. Der Griff besteht aus zwei Teilen. So sieht er aus. Und ja. Zack. Schöner matter Griff. Ich schätze mal, das müsste Aluminium sein. Und dann haben wir den Kopf. Ein ganz normaler Merkurkopf geschlossen. Abkamm. Den laden wir jetzt und das Ganze mit einer Merkurklinge, wenn ich sie denn hier rauskriege. So. Da haben wir sie. So. So sieht sie aus. Merkur Made in Germany. Platinum coated. Rostfrei. Das ist erstmal, was so dahinter steckt. Den Hobelkopf bauen wir zusammen. Vorsichtig. Rein damit. Hobelkopf drauf. Kammplatte, Kopfplatte. Und das Ganze zusammengeschraubt. So, da ist das gute Stück. Ein Merkur Reisehobel. So sieht er aus. Klinge sitzt gut. Ist ein ganz normaler Merkur Hobelkopf und ein dreiteiliger, zweiteiliger Griff. Habe ich damals gekauft in so einem schönen Lederetui. Noch. So, dann geht's weiter. Ach ja, was gibt's zu trinken? Ein Füchschen alt aus der Hausbrauerei. Prost. Zusammen. Und dann starten wir. Einmal das Gesicht nass machen mit einem feuchten Tuch. Kurz andrücken. Gesicht feucht. So. Rasiercreme Florena. Einen ordentlichen Schuss in der Hand. Im Gesicht verteilen. Joa. Wir haben Oktober, ist schön warm. Ich schätze mal, wir haben so 20, ungefähr 20 Grad in Düsseldorf. Also den Geruch von der Florena muss man echt mögen. Ich finde den ganz gut. So, schon mal verteilen. Und wie immer, wenn ihr Fragen habt, unterm Video Fragen, Antworten, gucken, was geht. Die Florena Rasiercreme gibt es in den meisten Drogerien, in einigen Supermärkten. Eigentlich ganz gut, schöne Gleiteigenschaften. So, der Pinsel kurz ins Wasser. Und dann geht es los mit Schaumschlagen. Kurz ausschütteln. So. Und wie immer, zu viel Wasser ist nicht so gut. Besser mit zu wenig Wasser anfangen. Die Florena Rasiercreme verträgt schon gut Wasser.
aber trotzdem vorsichtig sein. Die Suche der Pinsel ist ein synthetischer Isanamen aus der günstigen Geschichte. Und dann fangen wir an, schön Schaum schlagen. So, das Ganze sieht schon ganz gut aus. Die Sonne kommt knalle von vorne. So, deshalb lasse ich die Sonnenbrille erstmal. Wenn ich gleich nichts sehen sollte, ziehe ich es aus. Ich mal kurz die Pinselspitze ins Wasser. Es ist mir noch ein klein wenig zu trocken. So, jetzt sieht es gut aus. Ich habe heute ein 2-Tage-Bad. Das sollte eigentlich ganz fix gehen. Ich denke, eine halbe Stunde, 20 Minuten sind wir durch. Einfach nur ein schönes Video zum Feier eines freien Montages. Solche Montage mag man frei. So, das schaut gut aus. Dann legen wir los. Da habe ich direkt von Anfang an, also über das richtige Wasser, Schaumverhältnis erwischt mit einmal eintauchen. Was machen wir mit dem Mobil? Falls Anfänger zuschauen, wie immer 30 Grad ansetzen und von oben nach unten ziehen. So. Der Reisehobel ist sehr leicht, das könnte zum Drücken verführen. Deshalb auch hier wiederholt euch so ein Merkur Reisehobel. Nicht drücken, das gibt aber. So. Und ansonsten auch hier wieder 30 Grad runter. Ist die Schaumkante voll, einfach den Hobel drehen. So, hier kommt dann schauen, die Haare sind im Hobel. Der geschlossene Kamm nimmt bei dem 2-Tage-Bad ganz gut weg. Wirklich super, super leicht. Und der Merkurkopf super angenehm. Also die Jungs wissen schon immer gut, was ihr Kopf macht. So, das sieht doch schon so, wenn ihr ein paar rote Stellen bei mir im Gesicht seht, das war meiner letzten Rasur ohne Video geschuldet. Da habe ich den Wilkinson in Gold, also der 1000-Namen-Hobel, bloß diesmal von Wilkinson, mit einer Chinchilla-Klinge genutzt. Keine gute Idee. Das wurde mit einer Katastrophe. Gesicht rot, Aua im Gesicht. Also wenn ihr auf die Idee kommt, ihr holt euch in irgendeinem Bio-Supermarkt Chinchilla-Klinge, die nicht in 1000-Namen-Hobel. Im Chinchilla-Hobel war die ganz gut, aber nee, im 1000-Namen-Hobel nicht. Na, wie immer, nicht jeder Hobel passt zu jeder Klinge, nicht jede Klinge zu jedem Hobel. Oh, dann geht's weiter. Gesicht nochmal ordentlich, ne? Nass machen, ich brauche nochmal Frischwasser, wie immer im Garten. Am Wasserschlauch. So, dann geht es weiter. Nächst
eine Runde Schaum ins Gesicht. Und ihr seht, der Pinsel ist voll mit Schaum, da sollte heute für alle Durchgänge reichen. Also diese Florina Rasiercreme schon schön ergiebig. Ist irgendwann mal die Firma Florina von Beiersdorf gekauft worden. Eigentlich Florina ein altes Produkt in der DDR, mehr oder weniger genauso Kult wie im Westen die Nivea. Ansonsten schöne günstige Rasiercreme mit guten Leiteigenschaften. Jetzt das Ganze einmal quer zum Strich. Auch mal quer zum Strich nicht drücken, im 30 Grad Winkel ansetzen und einfach rüberziehen. So, wie immer bei mir um den Mund muss ich oben ein bisschen mehr nacharbeiten. Das ist aber normal, das ist also meine Problemstelle, wo ich ein bisschen mehr nacharbeiten muss. Nichts Dramatisches. Und ich glaube, man hört den oben auch ganz gut, also es gibt auch ein schönes Feedback vom Geräusch. So, dann gucken wir einmal noch. Kurz in den Spiegel. Das sieht eigentlich ganz nett passabel aus. Ich denke mal mit drei Durchgängen sind wir durch heute. So, letzter wahrscheinlich Durchgang. Runde gegen den Strich. Einschauen, wie gesagt, heute soll es ein kurzes, knackiges Video werden. So 20, 25 Minuten habe ich mir gedacht, müsste eigentlich reichen. Nicht so 45 Minuten wie beim letzten Mal. Das war schon arg lang. So, dann ab geht's gegen den Strich. Einmal den Kopf überstrecken, damit die Haut sich spannt. Und mit der Hand ein bisschen die Haut glatt ziehen. Und ein bisschen Grimassen schneiden, damit man unsere fiese Stellen besser drankommt. So, heute nur zwei Tage Bad. Das heißt, ruckzuck fertig, wie ihr seht, halbwegs glatt. Jetzt gucke ich noch kurz, wo ich ein bisschen nacharbeiten muss. Und dann schauen wir mal. Oberlippe, Unterlippe, noch ein paar Haare, da arbeiten wir jetzt nochmal nach und dann haben wir es für heute. Das heißt, wie ihr seht hier, noch genug Schaum und Pinsel. Da würde ich bestimmt noch einen vierten kompletten Durchgang von durchkriegen. Aber heute machen wir es gut.
Einfach nur ein bisschen ausputzen, dann hat sich die Sache. So, Leute, wir sind durch. Nach meiner letzten Katastrophenrasur war das mit dem Hobel hier super sanft, super angenehm. Schöne Florena Rasiercreme, die jetzt im Endeffekt nichts Besonderes ist, aber gute Gleiteigenschaften hat. Dann machen wir gleich ein kleines Fazit, wie es war. Und dann haben wir den Lack auf heute. Einfach nur, heute mal so kurzes Video. Dann schöne Restwoche noch, schönen Montag für euch. Je nachdem, wie das Wetter ist, werde ich wahrscheinlich im Oktober noch ein Video machen oder so. Mal schauen, wie die Zeit das so hergibt und das Wetter. So. Kleines Fazit. Womit fangen wir an? Noch gar nicht. Aftershave. Aqua Black. Schöner männlicher Duft. So. Leichtes Brennen, mehr wie sonst. Aber das hat nur mit der letzten Katastrophenrasur zu tun. Dann schauen wir mal, das Aftershave ein bisschen einziehen lassen und dann im Endeffekt noch eine Runde. Ablöschen. Brennen erledigt. Nur noch leichtes Bitzeln. So, dann kommen wir zum kleinen Fazit hier der ganzen Geschichte heute. Mein Merkur Reisehobel, sanfter Hobel, in dem Fall vierteilig. Schöner Hobel, leichter Hobel, angenehmer Kopf, sehr sanft im Normalfall. Heute hat es nach dem Rasieren, nach dem Aftershave ein bisschen gebrannt. Das hängt auch mit der letzten Katastrophe, was sozusagen auch mit passiert, so was mal. Die gibt es bei Amazon, bei Merkur. Ich habe meinen damals noch in Düsseldorf im Fachgeschäft geholt. Das Fachgeschäft gibt es leider nicht mehr. Sehr schade. Aber das ist leider so. So, dann machen wir hier kurz trocken. Also, Merkur-Hobel, Merkur-Kopf, super sanft, angenehme Geschichte. Kann man kaufen. Reisehobel darf man natürlich auch zu Hause benutzen. Sehr leicht. Dadurch, dass man ihn sehr klein auseinanderbauen kann. Schönes Packmaß zum Beispiel vom Kulturbeutel. Super. Weg, so sieht es zusammengepackt aus. Immer eine Empfehlung wert, die Merkur-Hobel. Wenn ihr viel unterwegs seid, ist so ein Reisehobel eine echte Empfehlung. Schönes Ledertäschchen, sanfter Hobel, sanfter Kopf, klein, passt in jede Handtasche, passt in jede Reisetasche, passt in jedes Handgepäck. Kann man mitnehmen, nimmt man die mit dem Flieger, Handgepäck aufpassen, keine Klingen weit und Klingen am Urlaubsort holen. So, ja, was kann man zu dem sagen? Isana Synthetikpinsel, immer gern genommen, super günstig, nicht der teuerste, nicht der super billig, im Endeffekt beim Rossmann zu kriegen, kann man immer holen. Macht einen schönen Schaum, kostet nicht viel, immer eine Empfehlung wert, wenn man nicht viel ausgeben will. Angenehmer Pinsel, Synthetik, braucht man nicht kurz einweichen, einfach nur kurz ins Wasser tauchen. Florena Men Rasiercreme. Vom Beiersdorf, eine alte Marke aus der DDR,
macht einen schönen Schaum, flutscht schön, selbst wenn man zum Beispiel keinen Schaum mehr im Pinsel und muss nacharbeiten, hat es nicht runtergewaschen, ist immer noch flutschig im Gesicht, kann man also auch so drüber arbeiten. So, Aquaman Black. Ja, was kann man dazu sagen? Schönes Aftershave. Richtung gut und günstig aus dem türkischen Supermarkt. 3,99 glaube ich, oder so um den Dreh hat es gekostet. Schöner, angenehmer Duft. Immer wieder gern genommen. Herum ein bisschen das Gesicht. Kein Brenn mehr. So, ja, wie gesagt, kann man nehmen, Haut fühlt sich gepflegt an. Heute ein leichtes Brennen, hat noch mit der letzten Rasur zu tun, ist alles halb so wild, sollte ein paar Tage vorbei sein. An sich, angenehme Rasur, schöne Produkte, ich hoffe, das Zusehen hat Spaß gemacht. Vielleicht sehen wir uns den Monat nochmal im Video wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Sag nochmal für alle Comedy Nass Rasur Club, das spart Geld, haben sie gesagt. Aber vom Sammeln hat keiner was gesagt. Für euch noch einen schönen Montag, wenn ihr arbeiten müsst, wenn ihr so wie ich heute frei habt am Montag. Einen schönen freien Montag. Ich sag Prost und bis zum nächsten Mal.